Umstritten. Braucht Europa ein neues Raketenabwehrsystem? Im Gespräch der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg. In Böhmen soll eine amerikanische Radarstation aufgebaut werden als Teil des geplanten US-Raketenabwehrsystems. Herr Minister Schwarzenberg, warum unterstützt die tschechische Regierung diese Pläne? Aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir Mitglieder der Nordatlantischen Bündnisses sind. Ein Teil dieses Bündnisses, das vergisst man manchmal, in Europa sind auch die Vereinigten Staaten. Und ich glaube, es gehört zu den normalen Pflichten eines Bündnispartners, dass man seinen Verbündeten unterstützt. Und infolgedessen, als die Vereinigten Staaten uns gebeten haben in dieser Sache um Hilfe, haben wir gerne zugesagt, weil schließlich und endlich dieses Missile Defense System, also Antiraketensystem, schützt ja nicht nur Nordamerika, sondern auch einen großen Teil des europäischen Kontinents. Eigentlich ist es für mich fast eine wunderliche Frage. Ist doch eine Selbstverständlichkeit. Die Bürger in Tschechien haben Sie aber nicht mitgenommen. 2/3 der Tschechen sind gegen diese Stationierung. So sagen die Meinungsumfragen, das gebe ich Ihnen recht. Sie dürfen ja auch nicht vergessen, dass auch eine heftige Gegenpropaganda betrieben wurde vom In- und Ausland. Und das hat natürlich auch seine Wirkungen gezeigt. Teilweise sind also entsetzliche Märchen und Märchen erschienen und Aberglaube und so weiter. Ich glaube, mit der Zeit, wenn die Leute realisieren, um was es wirklich geht, wird die Diskussion viel nüchterner sein. Und ich bin überzeugt, dass auch die Bürger in der Republik vernünftig genug sind, um die Notwendigkeit und Nützlichkeit einer solchen Einrichtung einzusehen. Hier in Deutschland warnen viele Politiker vor einem neuen Wettrüsten. In Moskau spricht man gar von einer Destabilisierung in Europa. Ist das alles aus der Luft gegriffen oder wie erklären Sie sich das? Ach Gott, dass Moskau selbstverständlich diese Gelegenheit ausnutzt, um einen Keil in der europäischen Gemeinschaft, in der nordatlantischen Gemeinschaft einzutreiben, das ist verständlich. Jede Großmacht hat ihre eigenen Interessen, auch die Russische Föderation, und die verfolgt sie auf ihren eigenen Wegen. Das ist ja zu erwarten gewesen. Soweit ist in Ordnung. Dass in Deutschland plötzlich viele Stimmen wieder erwacht sind, war für mich eigentlich ganz ein lustiger Augenblick, weil es ein Echo einer Diskussion war, die ich mit Interesse vor 30 Jahren verfolgt habe. Wir haben teilweise sogar die gleichen Sprecher, die gleichen Befürchtungen, wie man also seinerzeit gehört hat. Es ist natürlich keineswegs der Fall, denn bekanntermaßen auch die Russische Föderation betreibt ihre Aufrüstung weiter. Sie haben ja, Präsident Putin hat ja selber mit Stolz verkündet, die neuen Tofol-Raketen, die aufgestellt werden. Sie haben noch einen aus alten Zeiten, einen sehr großen Vorrat von allen möglichen Raketen. Also so ist die Situation. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass aber, und dagegen ist ja dieses Radar gerichtet, dass in Iran die Aufrüstung sehr schnell weitergeht. Wissen, auch technisches Wissen, lässt sich nicht aufhalten. Das heißt, sukzessive werden sehr viele Länder dieser Erde die Fähigkeit entwickeln, Interkontinentalraketen und Langstreckenraketen, Mittelstreckenraketen und so weiter zu entwickeln und sie auch teilweise mit einer nuklearen Ladung oder sonstigen zu versehen. Zu glauben, dass man auf ewige Zeiten diesen Wissensstand einfrieren kann, ist leider, gehört zu den Illusionen dieser Welt. Und infolgedessen muss man für eine solche Lage vorbereitet sein. Das ganze System wird ja erst wahrscheinlich in 5-6 Jahren funktionsfähig sein. Bis dahin geht die Entwicklung also dieser Raketensysteme
auch in verschiedenen Ländern weiter. Und dafür sollten wir vorbereitet sein. Jenseits dieser militärischen und militärfachlichen Überlegungen ist mein Eindruck, gibt es in Europa so einen Unmut, so einen Grollen gegen Polen, gegen Tschechien, weil diese beiden Länder bilateral mit den Amerikanern direkt was abgeschlossen haben. Gehört das nicht auf den europäischen Tisch, mindestens auf den Tisch der NATO? Das Bemerkenswerte ist daran, als genau dieselben Installationen in zwei alten EU-Länder, nämlich in Großbritannien oder in Dänemark, aufgestellt wurden, hat kein Hahn gekräht. Aber dass diese unverschämten Kerle im Osten sich trauen, dasselbe zu machen, das können wir doch nicht zulassen. Die sollen sich gefälligst an unsere Richtlinien halten. Das ist ein Standpunkt, den nun wir nicht ganz teilen. Verstehen Sie, was für Großbritannien und für Dänemark gilt, gilt auch für uns. Und da wurde nie eine Debatte, auch nur im geringsten, angefangen. Um politisch voranzukommen, braucht die Europäische Union einen Verfassungsvertrag oder den Verfassungsvertrag? Das ist die deutsche Version. Andere Staaten behaupten, dass wir vielleicht nicht von Verfassung sprechen sollten, sondern von einem Vertrag, von einem Übereinkommen, von einem Grundgesetz oder was sie wollen, sprechen können. Zweifellos brauchen wir Regeln, nach denen wir in der Europäischen Union leben sollen. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Auch da werden wir sicherlich im Laufe der Zeiten inzwischen den diversen Standpunkten, die nun mal Deutsche und Franzosen, Holländer und Spanier haben, Schweden und Portugiesen. Da gibt es nun mal verschiedene Standpunkte. Wir werden uns langsam in der Diskussion annähern und zweifellos auch zu einem guten Resultat kommen. Dass man zum großen Teil wahrscheinlich von dem Entwurf, der an den Referenden in Frankreich und Holland gescheitert ist, ausgehen wird, ist äußerst wahrscheinlich. Aber sicher ist dieses Werk, das doch noch sehr den Geist des 20. Jahrhunderts in sich gehabt hat, im 21. überholt. Wagen Sie eine Prognose, die Deutschen, die ja zurzeit die Ratspräsidentschaft haben, wollen die Substanz dieses Verfassungsvertrages unbedingt retten. Wird das gelingen? Sicherlich, wenn wir uns wirklich auf das beschränken, was substanziell ist. Karel Schwarzenberg steht in Ihrem tschechischen Pass, in Ihrem Schweizer Pass steht Karl, nicht Karel. Sie entstammen einer alten österreichisch-böhmischen Adelsfamilie. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich von Ihnen wissen, was ist die europäische Identität? Was macht das aus, dieses Europäersein? Ich glaube eben die Freude an der Verschiedenheit. Zum Unterschied von einem Land wie die Vereinigten Staaten, die eine Sprache und so weiter und viel gleichförmiger sind, ist ja das Schöne an Europa, dass wir sehr verschiedene Sprachen, Nationen, Regionen, Kulturen auf einem relativ kleinen Raum wie Europa ist, vereinigen. Und ich glaube, aus dieser Verschiedenheit kommt auch der Genius Europas. Und wir sollten uns an dieser Verschiedenheit erfreuen, statt an ihr zu verzweifeln, sie nutzbar machen, fruchtbar machen. Aus der Begegnung entsteht Neues, nicht aus der Gleichförmigkeit. Der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg, vielen Dank für Ihre Antworten auf DWTV. Bitte.